Hi Leute und willkommen zu einem weiteren Pokémon Sonne und Mond Video, Leute. Es wurde gerade ein neuer Trailer gedroppt und ich bin absolut hyped, ey. Ich habe den Titel noch nicht gelesen. Alola-Formen und Set-Attacken für Pokémon Sonne und Mond. Alola-Formen, Leute. Was wird das sein? Wir werden uns jetzt zusammen angucken, von daher, let's go! Bestimmte Pokémon gedeihen in Alola, okay. Kokowai. What? Drachepflanze? Was? Eine verdammte Kokowai-Palme. Vulpix hat... Vulpix, Vulnona, andere Formen. Was? Was? Vulpix in einer Eisform und... Oh mein Gott, sieht das geil aus. Sandamer. In einer Eisform. Eisstahl, was ist... Oh mein Gott, das sieht aus wie ein halbes Iglu. Wie krass ist das, bitteschön, das ist... Alter. Noch mehr neue Pokémon wurden entdeckt. Was geht denn jetzt ab? Corroget, einzigartige Stile. Oh no, ist eine Art Koifaf, das mehrere Formen hat. Ein Kolibri. Wie geil ist das denn, Cheerleader-Pokémon? Und jetzt so eine Alola-Tänzerin. Und das ist jetzt so eine Art... Oh, die kennt man hier von Avatar und so, die mit den Fächern kämpfen. Mit unterschiedlichen Types. Okay. Das ist krass. Fähigkeit Tänzer, kopiert Tanzattacken. Oh! Das ist heftig. Was? Ist ja mega krass. Metono. Gesteinflug. What? Limitschild. Ein Meteoriten-Pokémon. Okay. What the fuck? Das Ding kann schlüpfen und ist jetzt... Eine Art Stein? Metonos Kern. Okay. Die weiterentwickelte Form von Donald Trump. Magnus Spector. Das sieht ehrlich aus wie Donald Trump immer noch, ey. Das ist Donald Trump in Pokémon-Form, Leute. Was zur Hölle? Noch mehr Pokémon. Imantis. Wickelt zu. Okay. Ein weiteres Pflanzen-Pokémon. Könnte das von diesem einen Pflanzen-Pokémon die weiterentwickelte Form sein? Wer weiß. Okay, das sieht aus wie eine Art Gottesanbeterin oder sowas. Mantidea. Neue Attacke Solarklinge. Tschüss! Und das Pferd hat eine Vorentwicklung. Oh mein Gott, der Esel ist ja mal total putzig. Der ist ja süß. Pam, Pampuli. Pampuli, Alter, mit Erdbeben oder sonstiges. Nutze Pokémon Mobile Pokémon. Pokémon Mobile Pokémon, okay. Auf Tauros reiten, auf dem Pferd reiten, auf Glurak reiten. Die Inselwanderschaft. Wie lang ist der Trailer überhaupt? Das kommt mir so mega lang vor gerade, ey. Lerne die Captains kennen. Spezialisiert auf Pflanze. Spezialisiert auf Wasser-Pokémon. Tracy. Cruise auf Elektro-Pokémon. Das ist... Was ist das denn jetzt hier alles, was hier rausballern? Spezialisiert auf Feuer-Pokémon. Kiave. Der sieht cool aus, wie so ein Vulkan. Mächtige Herrscher-Pokémon warten am Ende jeder Prüfung. Und da kommt es wahrscheinlich... Den hätte ich nicht erwartet, okay? Herrscher greift an. What? Herrscher-Aura? Was holt der Mitstreiter? Sind das so Boss-Battles oder was sind das? Ist ja mal ultra geil. Bestehe die Prüfung auf der Insel und besiege Inselkönige und Insel... Inselkönig von Mele Mele Halla! Inselkönig Halla fordert dich heraus. Neue Art von den Attacken. Es waren doch Attacken, wie es aussieht. Ist das jetzt die fünfte Attacke oder was wird das? Die Z-Attacken, okay? Gigavolt Funkensalbe. Junge. Eine Z-Attacke für jeden Typen.
brillante Blütenpracht. Das haben wir bereits im letzten Trailer schon gesehen. Dann dance mal ein bisschen ab und dann kommt dynamische Maxi-Flamme und dann ballert er das Ding einfach. Das Ding ist einfach. Final Flash oder was war das denn, ey? Jetzt kommt die Wasserattacke noch. Super Wasser Tornado! Das erinnert mich so ein bisschen an Golden Sun, an diese Gin-Fähigkeit auf Final Fantasy. Leute, was war das für ein Trailer? Was war das für ein Trailer? Alter, 5 Minuten Trailer mit BAM! Neuen Formen, neuen Pokémon, neue Attacken. Ich bin überwältigt. Herrscher-Pokémon, Herrscher-Trainer oder was da alles war? Inselkönige? Leute, was erwartet uns sonst noch in Sun and Moon einfach? Ich glaube, ich muss mich mal hinsetzen. Das alles noch ein paar Mal angucken und dann werde ich euch eine genaue Analyse geben, Leute. Also, ganz fucking ehrlich, wenn ihr genauso hyped seid wie ich, boah, schreibt es einfach in die Kommentare. Gebt einen Like, haut rein, Leute. Das war's von dem Video. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, guys. What the fuck?